habe übrigens an einer Hand 6 Finger. Das merkt aber keiner, weil er unsichtbar ist. Hat man das gerade gehört? Gleich wird es dir die Sprache verschlagen. Genieß das nächste Stück. Der Ansager hat gesagt, er hat an einer Hand 6 Finger, das weiß aber keiner, weil der 6. unsichtbar ist oder so. Tja, das ist der Ton, den es hier in Colin McRae Dirt 2 gibt. Willkommen zurück. Letztes Mal war ich ganz erfolgreich in einer Rallye in Baja, California, war allerdings auch nur auf seriös, muss ich zugeben. Und jetzt traue ich mich mal Last Man Standing mit 2 Sprints oder 2 Rennen. Ausnahmsweise mal wieder in Wild. So langsam wird es echt knapp, hier noch zu bestehen. So, habe ich überhaupt Kohle? So viel Kohle habe ich nicht. Ich könnte mir... Ach so, okay. Ach, wieder so ein Buggy-Kram. Immer dieser Buggy-Kram, der lässt einen aber auch nicht in Ruhe. Nehmen wir wieder den Chevy. Und wie soll er aussehen? Monster Energy sieht schon schick aus. Schön farbenfroh. So. Okay, wünscht mir Glück. Das neue Supertalent gibt sich heute die Ehre. Last Man Standing war bisher eigentlich immer noch so recht gnädig zu mir. Aber wer weiß. Also man kämpft eine Weile, aber am Ende hat man es eigentlich immer gut geschafft. Aber in Wild. Erstmal muss man nach vorne kommen. Gib's auf. Ah, unweigerlich. Was ist denn hier los? Da kommt man irgendwie nicht vorbei an den. Ups. So. Karre ist stabil, würde ich sagen. Das ist schon mal nicht das Problem. Oh, hoppala. Oh, Mann. Da habe ich schon fast eingelenkt hier. So. Außerdem lassen sie einen ja immer ein Stückchen fahren, ehe man... Dann den... Ah, oh, nein, 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 nein. Sowas lasse ich nicht mit mir machen. Das, ehe das hier ganz am Anfang mir das Genick bricht, lassen wir das mal schön sein. Mich dreht hier keiner raus. Ich mich höchstens selbst. Ich mache das auf andere Art, ja? Oh. Okay, der musste irgendwie außen rum. Dann war er zu weit außen. So, Podium ist erreicht. Alles andere hinten kann jetzt gerne mal peu à peu ausscheiden. Und ich kämpfe mich derweil an die beiden Fuzzis da ran. Oh Mann. Die Kurve ist immer so eine Sache, ey. Da fliegst du so raus. Mein Rennen ist gelaufen. Guckt sich das einer an, ne? Ich war gar nicht so schnell. Hab Vollgas gegeben, weil ich dachte, ich bin nicht so schnell. Und das allein hat dafür gesorgt, dass ich immer weiter rausgetragen wurde. Echt krass. Okay, jetzt ticken gnadenlos die Sekunden runter. Ich versuch's mal hier innen. Ja, war nicht so gut. Ende. Da war die Pfütze. So, Katie und Mark, ihr macht's mir wohl nicht leicht. Oh, Bobo. Sorry, Katie. Hat direkt... Oh, shit. Okay, das war die Revanche. Hat es direkt Mark wieder ausgenutzt, ne? Habe ich Katie weggeschoben, kam Mark wieder durch. So funktioniert die KI in Dirt. Aber das ist okay. Ob das noch die 1 wird, muss hier wieder reinhalten. Muss hier wieder einen als Bremsblock benutzen. Wenn Ken gerade nicht da ist, muss jemand anders der Bremsblock sein. So, was haben wir denn jetzt noch? 4 Leute. Vielleicht nur noch 3. Ohne mich noch 2 andere als Konkurrenz, okay, sozusagen. Feierabend. Ein Wort, was es im Englischen gar nicht gibt. Also ist die Frage, wo dieses... also was sie im Original gesagt haben, ne? Wo das herkam und so. So, oh, ich hab's aber direkt hinter mir. So ist ja nicht, also... Hier muss man echt immer vorsichtig sein. Ah, Mann! Das war's dann wohl für mich. Okay, noch ein bisschen halten und dann haben wir's. Das wird ja wohl klappen. Vorsprung ist da, würde ich sagen. Jetzt kommt gerade diese blöde Kurve. Und ich einfach in... Ah, innen anfahre, wollte ich sagen. Hey, 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 hey! Mann, ich bin raus! Oh mein Gott, okay, hat ja gerade geklappt. Aber
Wenn da jetzt einer durchgekommen wäre, dann hätte ich auch wieder alt ausgesehen. So fährt man ein Rennen. Gratuliere. Okay, noch so ein Ding. Aber war gut machbar. In Wild kann man ja nicht anders sagen. Start mit der Drehzahl hinkriegt, habe ich auch noch nicht raus. Ich habe einfach so das Gefühl, ich werde nie vorne sein am Start, egal mit welcher Karre, egal mit welcher Taktik. Oh Gott, was habe ich denn hier für ein Schiff? Oh Gottchen. Mama mia, okay. Erstmal nach vorne gehen hier. Möglichst nach vorne. Oh. Dieses Glasknirren finde ich mal herrlich. So, okay, das lief ganz gut, würde ich sagen. Ah ja, hier kommt die Stelle. Okay, das war nicht so gut. Da dachte ich, ich komme besser vorbei. Ah, jetzt kommt ja diese seichte Kurve hier, die ich eigentlich auch mal gerne innehmen möchte, ohne durchs Wasser zu fahren. Danke. Moin. Hab mir mal die Bremse gespart. Es ist einfach zu verlockend, ne? Man möchte kein Arschlochfahrer sein, aber es ist zu verlockend. Ich denke, kann man verstehen, auch wenn man jetzt hier nur zuguckt. Verzeiht es mir. Oh. Vielleicht findet ihr es sogar gut als Zuschauer. Wegen des Spektakels, was dabei rauskommt. Eventuell. Mehr oder weniger. Okay, so, sehr schön. Jetzt. Mist, ich bin raus. Jetzt schrumpfen die Teilnehmer dahin oder die Teilnehmerzahl schrumpft dahin. Ich muss die nur alle hinter mir halten. Mal sehen, wie das so klappt. Oh. Oi, oi, oi. Mist, das war's. So, noch drei Konkurrenten. Ich finde es schön, dass hier nicht diese... jetzt aber mal eine Chance. Ah, so ganz ohne Wasser geht's nicht. Ich finde es schön, dass nicht diese fiese Kurve am Ende kommt, durch die jetzt doch unterschiedliche Streckenführung. Ich gehe heim. Die hier ist zwar auch nicht... Ich gehe heim. Och, wer wird denn so aufgehen? Die hier ist zwar auch nicht viel schöner, aber nicht so schlimm wie die andere. Hopp. Ah... Das ist echt immer kritisch, die Landung oder der Flug dann, die Flugphase. Gerade wenn man merkt, wie es ausgehen wird und man nur noch Beifahrer ist und nur noch zugucken kann. So, ich glaube, Vorsprung ist, gibt mir eine gute Sicherheit. Achso, sind ja schon nur noch zwei. Na dann, haben wir es wohl, würde ich sagen. Und das war's. Mann, ich bin raus. Das war verdammt gut. Hey, Bruchpilot, das war eine fantastische Leistung. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich wollte mal wieder in den Norden gehen. USA weitestgehend abgeschlossen, abgesehen von Kalifornien. Dann könnten wir... In London wäre eine Domination. In Kroatien ist gar nichts mehr. Ah, ich habe andere Pläne, deswegen vertröste ich euch gerade mal noch ein bisschen mit London. Vielleicht auch mal wieder China? Was steht denn da so an? Oh, hier Trailblazer. Über zwei Runden, das ist auch nicht so viel. Nee, dann machen wir London. Ich will euch nicht teasern und dann kommt's nicht. Machen wir eine Domination über... Ach, auch nur zwei Runden. Also zweimal drei Runden. So rum. Ich traue mich wild. Und dann gucken wir mal. So langsam habe ich sie echt alle.
Okay, 115.000 für den Subaru habe ich auch noch. Das sieht doch schön aus. Allerdings nicht mit dem Lack. Chewie könnte ich mal wieder machen. Habe ich so das Gefühl. Oder Skyjacker. Skyjacker sieht aber von hinten nicht so spektakulär aus, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ich nehme den Chewie. Das ist Neuling Katie Justice. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Okay. Dann dominieren wir mal, hoffentlich. Erstmal an die entsprechende Stelle vorrücken. Ah, ich dominiere, habe ich doch gesagt. Zweiter. Also am Anfang schon gleich Zweiter sein, ist gar nicht so schlecht. Oh, ein bisschen weit rausgekommen. Den haben wir aber dominiert. Ah, das war ja ganz scheiße. Nee, sorry. Ist zwar jetzt nicht super wichtig, den Punkt auch noch zu bekommen, aber schöner wär's. Insofern, ich war nicht konzentriert, ich habe einfach zu spät abgebremst. Weil ich voll im Race-Modus gegen Katie war. Sieht ja auch nicht besser aus. Was ist das denn hier? Ja, sag mal. Also irgendwie völlig, ganz schön still heute. Völlig verhauen. Völlig verhauen. Na egal, egal. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen ranhalten hier. Ich habe das Gefühl, der hat wieder unglaublich Trägheit hier, der Wagen. Also mehr, als ich es erwartet hätte. Ich muss hier vorsichtiger reingehen. Pass doch auf! Lass mich vorbei. Was mache ich denn hier? Was? Irgendwas klappt ja hier mal überhaupt nicht. Ah, Bruchpilot! Nur keine Ah! Sorge! Oh Gott! Also was ist denn mit der Strecke los? An mir kann es nicht liegen. Was ist bloß mit der Strecke los? Ah! Also nee, hier, also hier ist ja komplett der Wurm drin. Alter, was? Brems ab! Hilfe! Wenn ich keine freie Bahn habe, sondern die hier ständig rumeiern, das scheint nicht so gut für mich zu sein. Oh, Hilfe. Oh Mann, dann landet der noch so furchtbar. Also was ist denn hier los? Ich habe auch diese Kurven hier schon mal wesentlich besser genommen. Oh Mann, ey. Ah, wenn ich mal so rechts auf die Anzeige gucke, dann sieht das auch echt nicht gut aus. Ach, komm schon. Okay, hab mich auf die 2 geschoben, aber Katie macht die ganze Zeit einen konstanten Job da vorne. Muss man ja echt sagen. An der muss ich jetzt mal vorbeiziehen. Und zwar so. Vierter? War das gerade eine Vierter? Ich flipp aus, echt. Also mit dem Vierten kannst du nichts holen. Aber okay, die Punkte bringen es mir gerade, muss ich sagen. Oh, das war's schon. Ach du Scheiße. Dann habe ich hoffentlich am Ende noch was rausgeholt. Okay, puh. War spannend. Ich habe es spannend gemacht. Aber im Endeffekt, die Punktzahl sieht doch gut aus. Aber ich hatte viele dritte, vierte, fünfte Plätze auch dabei, ne? Nicht schlecht, du hast Talent. Na, es kommt noch ein Rennen. Also Katie wieder, ja? Ah. Oh. Ah. Oh. Hau ab! Alter, also diese,
Diese aggressive Wortwahl, die gefällt mir nicht. Das war nicht so gut. So, jetzt hier runter. Vorsicht. Und schon dominiert. Okay, und vorbei an Katie. Was mir auch gefällt, ehrlich gesagt. Dave soll mir erstmal egal sein. Okay, das hat auch funktioniert. Ich dränge ihn mal schön nach außen. hier muss ich bremsen, sonst bringt alles nichts. Oh Gott. Nein, da ist er wieder. Hallo. Hey! 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 Oh, der hat mich abgedrängt. Aber so richtig scheiße abgedrängt. Boah, das ist ja mal... Hallo? Also das gibt noch richtig... Das gibt noch richtig Ärger. Hat sich richtig in mich reingelegt. Sorry, Katie, du musst es ausbaden. Ich habe gerade Blut im Bauch. Und es war gar nicht Jordan, oder? Es war Dave Mirror, war es doch. Selbst wenn ich hier den ersten jetzt abschieße, ist das nicht fair. Egal! Aggressionen müssen raus. Irgendjemand muss es doch abfliegen. So, jetzt habe ich freie Bahn. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt. So, nicht zu viel Raum geben. Verloren? Ach du Scheiße. So, da bin ich doch mal schön rumgeslidet, oder? Kann man doch mal machen. Wer freut sich denn da so? Oh. Ah, ich habe gerade auf die Punkte geguckt, das war nicht so gut. Aber jetzt sind sie wieder gut. Ach Mann, ich verliere die Sektoren hier. Was ist denn da los? Oder halte sie. Je nachdem. Manche wollen nicht, andere schon. Die sehen eigentlich okay aus, sonst... Ach, schon die letzte Runde, oh je. Okay. Zweiten gibt ja auch alles Punkte. Ist ja nicht so, dass man immer den ersten machen muss, aber... trotzdem. Naja, könnte knapp werden, wenn sie noch was holt, Katie. Ich weiß nicht, wo sie da gerade so platziert war, insgesamt. Okay. Naja. Waren nur vier Unterschied. Starkes Rennen! Hey, Bruchpilot! Du wirkst fast unschlagbar! Ja! Unschlagbar! Gut, und wenn ich ehrlich bin, war so ein bisschen Domination geplant für diese Folge. Deswegen gehe ich nämlich in Shibuya rein, Japan. Da gibt es auch eine mit 2x3 Runden. In Wild. Und jetzt... Ach, jetzt haben wir hier wieder nur die Auswahl. Okay. Subaru oder Mitsubishi? Dann nehme ich jetzt den Mitsubishi. Und wie soll er aussehen? Oh, ich lasse ihn so. Da bist du also. Stell die Koffer weg und komm mit. Sollte doch möglich sein. Der Held aus Maryland, Travis Pastrana. Domination in Japan. Der Hammer! Au, ein bisschen gebremst, weil ich dachte, ich fahre in die vorne rein, da kommt man mir gleich von hinten, ne? Ah, oh, sorry. Ah, meine Güte, nochmal. Ach, verzieh dich mal! Oh Mann! Vierter, okay. Vierter ist ein okayer Start, sag ich mal. Dritter. Okay, wenn es so weitergeht, dann bin ich irgendwann Erster. Mann, wenn man denn hier mal vorbeikäme. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft oben
hier Lass Zeiten zu fahren. Nach dem Rennen. Ja, Kart fahren zum Beispiel. Okay, den hätte ich dominiert. Warum auch nicht? Ach, da ist ja dann mal wieder der Ken. Sorry, Ken. Ah! Okay, ich entschuldige mich nie wieder. Hätte besser laufen können. Nie wieder. Ja, hätte besser laufen können. Sorry. Ich wollte mich nicht mehr entschuldigen. Sorry. Sorry. Das hat Spuren hinterlassen. Habe ich nicht so gemeint. War nur so dahergesagt. Ich habe mich nicht wirklich entschuldigt. Sorry, not sorry. Dominiert. Ach, das ist immer so schön, wenn man so fliegen sieht. Bum, bum, bum. Jetzt läuft's. Hab zwar hier Ken direkt im Nacken, aber... Die Sektoren laufen, sag ich mal. Hier muss man so vorsichtig sein. Ohne enge Kurve. Aber läuft. Mit der Dominierung läuft's. Oh, das war nicht so gut. Ich fange mich mal mit der Bande ab. Oh, das war knapp. Da wollte ich schön rumdriften mit Handbremse. Hat fast nicht mehr geklappt. Da waren wieder ein paar Teile. Oh, oh, oh. Okay, punktemäßig habe ich die 50 und das habe ich ja irgendwann mal rausgefunden, ist das Optimum, was man rausholen kann, und da ist es wieder geschmolzen, aber nur um 2 Punkte. Interessant. Also als Zweiter kriegt man noch 8 statt 10 Punkten oder so. Ah, oh shit. Eieieiei. Ja, jetzt verliere ich die, wenn ich so weiterfahre. Mann. Oh shit, oh shit, oh shit. Der Ken, ne? Ist direkt wieder dran, der holt die sich. Warte, ah. Achso, das war's ja schon. Oh je. Und wie steht's da jetzt? Das war knapp, würde ich sagen. Eieieiei. Ja. Gut gemacht, Mann. Ah, war aber das erste von 2. Muss man nochmal durchhalten. Sieg führt nur über Ken Block. Das stimmt. Das habe ich gerade auch merken müssen. Diese Strecke ist unglaublich. Gut, die Kurve andersrum lag mir ja auch noch nie besonders gut. Insofern jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Oh. So, das war doch ganz okay. Naturgemäß Dritter im ersten Sektor, wenn man 2 vor sich hat. Ah, den habe ich doch schön gemacht. Direkt mal dominiert. Und bremsen, 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 bremsen. Hier eigentlich nur vorsichtig über irgendwas. Weil man da gleich mal so in die Kurve muss. Ah. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ah, zu spät gebremst wieder. Schuldeigene, kann man doch nicht anders sagen. Mann, krieg sie einfach nicht hin. Aber egal. Punktemäßig läuft's erstmal. Ich habe schon so viel Speed rausgenommen. Krass. Was mache ich denn? Nein, das war schon schlecht. Kann man da noch was machen? Direkt abbremsen. Ah! Das hat mir einen Vorteil gebracht.
tatsächlich direkt den Sektor gekriegt. Ah, Gott, oh Gott. So, und möglichst hier auch rechts rum, damit man gleich da so den hier einschlagen kann. Ne? Das ist echt nicht ohne. Zieh rum, zieh da rum. Mal frühzeitig bremsen, das muss doch mal möglich sein. So. Okay, jetzt sieht es doch gut aus. Das ist übrigens auch schon die letzte Runde. Bremsen, bremsen, bremsen. Okay. Egal, einen verloren zwischendrin geht noch. Mehr sollte ich jetzt nicht verlieren. Hopp. Reicht, oder? Wie der Staub da noch vorbeifliegt. Jawohl! Hey, Bruchpilot, das war unglaublich! Hey, Bruchpilot, saubere Arbeit beim letzten Event. So, jetzt schlagen wir wieder den Weg in den Süden ein, würde ich sagen. Ich habe heute schon mal in China reingeschnuppert, ohne den Trailblazer zu starten. Das tue ich auch jetzt nicht. Jetzt kommt wieder eine Challenge gegen Mohammed Ben Sulayem. Ein beeindruckendes Rennen. Nimmst du es gegen mich auf? Yu Yong Sprint Trailblazer Wagen. Ja. Maximal seriös, sage ich jetzt mal. Aber ich traue mich nochmal. Vielleicht kann ich ja meinen kleinen Flitzer wieder auswählen. Ja, kann ich theoretisch. Es sei denn, man schaltet hier nochmal was frei, dann könnten wir auch das machen. Ja, okay, ich tue es. Aber ich nehme ihn nicht. Ich nehme jetzt nur noch den. Aber ich mache mal einen anderen Lack. Das habe ich vorher mal vergessen. Wobei sich das nicht so stark auswirken dürfte. Oh, in Gelb. Wäre auch mal schön. Ja, ich nehme den Kicker. Der fällt auf. Genauso wie der Rote, wenn man ehrlich ist. Aber Gelb ist doch auch mal schön. Hey, Bruchpilot. Das ist China. Eine ganz andere Welt. Wow, das ist einer der besten Fahrer der Welt. Die ganzen Abgase hier abbekommen. So, ab über die Reisfelder. Mal schauen, wie der sich hier anfühlt. Oh. Oh, 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 oh. Ho, ho, ho. Hier war dieses. Ja, genau. Was man fast als Kehre bezeichnen kann. Ah, gut, langsam ist der auch nicht, muss ich sagen. Also, oieiei. Oh. Das war ein bisschen gefährlich. So, wie sieht's aus? Noch sind wir an der 1. Das ist doch gut. Man muss echt kaum bremsen. Wenn man so ein bisschen Gas rausnimmt, dann fängt er sich auch gleich wieder ganz gut. Hier sollte man vielleicht tatsächlich mal so machen. Ein bisschen mit Handbremse. Ah, ich konnte mich erinnern, dass auch kommt. Dass der hier andersrum kam, deswegen habe ich es voll riskiert. Und es ging voll daneben. Naja, egal. Aber da vorne habe ich ihn schon gesehen. Auf der Minimap, aber auch so schon. Okay, das reicht noch. Das reicht sehr gut sogar. Ich glaube, da passiert nichts.
Ah, jetzt hier hoch, okay. Ja, doch. Vorsprung ist gleich geblieben, wenn ich es richtig sehe. Oh, 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 oh. Ah, ich wieder an der falschen Stelle Gas gegeben. Habe ich da gerade einen Teil verloren? Das muss weiter unten gewesen sein. Weiter unten am Auto. So, zu stark eingeschlagen. Oh, 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 oh. Da ist schon das Ziel. Wow. Kurzer Sprint. Zack. Oh Gott, ich glaube, ich habe noch was touchiert. Okay, erster Platz. Wie viele Sekunden sind's? Da jubeln sie alle. Was für eine Fahrt. Oh, das sind doch einige Sekunden. Ja, na gut, klar. Da war dann seriös also doch wieder drin. Oder war es jetzt seriös? Mein Goldfischhirn hat es schon wieder verdrängt. Auf jeden Fall war es nicht lässig. So feige war ich nicht. Das war die China-Herausforderung. Wir sind wieder im südlichen Teil unseres schönen Planeten angekommen. Mal sehen, wo es da weitergeht beim nächsten Mal bei Dirt 2. Seid dabei. Bis dahin. Tschüss.